das Interessante bei dieser Veranstaltung ist, dass man die Veranstalterin, das heißt die eine Hälfte des Veranstalters, Patricia Benten, richtig suchen muss, um sie ins Gespräch zu kriegen. Sie flüchtet auch immer so gerne, genau. Wahrscheinlich flüchtet sie von mir, das kenne ich ja auch schon. Aber es ist richtig viel los schon wieder. Und ich habe vor 3 Wochen von Ihnen erfahren, dass die Veranstaltung schon relativ früh ausgebucht war. Sie haben gesagt, stopp, ja, keine Informationen mehr. Das ist bei anderen Veranstaltern ja ein bisschen anders. Da wird bis zum letzten Tag gepowert, damit man die Halle vollkriegt. Da muss ich ehrlich sagen, das passiert bei uns natürlich auch schon mal, ja. Aber wir waren wirklich dieses Jahr so früh ausgebucht, weil wir halt auch seit letztem Jahr das Event schon online hatten, dass ich dann vor 5, 6 Wochen gesagt habe, nee, die Kapazität ist erreicht, weil wir ja auch den Gästen gewährleisten möchten, dass sie an mindestens 2 Seminaren teilnehmen können. Und damit das halt klappt, mussten wir sagen, schweren Herzens muss ich gestehen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist die Veranstaltung hier ausgebucht, die Menschen sind bei schönem Wetter auch sehr zufrieden. Wir haben Glück heute, ja, wirklich. Waren brav gewesen, ne? Ja, genau, alles aufgegessen. Und die Tastings, wie ich gehört habe, werden von den Besuchern hier wirklich gerne angenommen. Wie ist das denn? Kommen die meisten zum Rauchen her oder kommen die zum Tasting oder machst du die Mischung? Also ich muss gestehen, da habe ich mir auch schon mal überlegt, ob wir da mal eine Umfrage machen würden. Aber ich glaube, es ist einfach die Mischung. Es ist der direkte Kontakt zu den Herstellern und es sind auch die Seminare. Weil die Seminare eigentlich auch immer sehr, sehr früh ausgebucht sind. Und da muss ich auch ehrlich sagen, muss ich jetzt auch mal sagen, sehr stolz drauf, weil ich habe jetzt letztens mal geguckt, als wir vor 7 Jahren damit angefangen haben. Wir hatten damals 11 Aussteller, heute sind wir bei 24. Sind in den letzten Tagen noch welche dazugekommen und wir haben auch mittlerweile 11 Seminare, also 11 verschiedene Themen, die Kunden besuchen können. Und ich glaube einfach, diese Mischung macht das für den Endverbraucher dann auch so spannend, ja. Sie sind Profi mit Interviews, sonst hätten Sie mir die letzte Frage nicht weggenommen, weil Sie haben die ganzen Zahlen schon gebracht. Ich bin begeistert. Habe ich Zahlen genannt? Ja, stimmt, habe ich. Nein, das ist ja ein schöner Abriss, dass wir die Zahlen alle haben. Die Getränke tun sich trotzdem ein bisschen weh, oder? Die Edelspirituosen. Meinen Sie jetzt hier bei den Seminaren oder was, ja, tut weh? Ich würde mir mehr hier vorstellen, nicht weil ich hier trinken will, aber es gibt auch richtig schöne, große Anbieter auch von wirklich schönen Rums und Cognac. Ja, wir haben ja 2 da. Wir haben ja einmal die Firma Landenhammer da, die auch ein Seminar hält und dann haben wir jetzt jemand Neues im Boot, der verschiedene Rumsorten hat, ja. Gut, dann gebe ich mich mit denen zufrieden und gebe mich auch mit den Antworten zufrieden. Und also, ich kann Sie beruhigen, Sie werden heute auch noch was zu trinken bekommen, ja? Und sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nochmal fündig geworden. Das sind 2 Menschen, die viel größer sind als ich, zumindest länger. 2 Zigarrenraucher, ein wunderschönes Pärchen hier unterwegs bei den Bendens. Was ist für Sie denn die Aufgabenstellung, wie Sie, persönliche Aufgabenstellung, wenn Sie hier zu dieser Veranstaltung gehen? Wichtigste ist eigentlich, ins Gespräch zu kommen. Quasi aus dem Mund direkt vom Importeur oder vom Vertriebler zu hören, was hat man sich dabei gedacht, was gibt es an Neuheiten, was man aus bloßem Internet oder Flyer nicht so nicht mitbekommt. Eine Story hinter dem Produkt quasi. Welche Formate sprechen Sie am meisten an? Robusto. Ich bin bekennender Robusto-Fan. Die Größe hat es mir echt angetan. Gut, da liegen wir bei einer Linie. die Aussteller, die jetzt hier sind, ist ja eine richtig bunte Anzahl geworden wieder. Kennen Sie die alle oder sind auch jetzt neue für Sie dabei? Wir sind jetzt, glaube ich, zum 3. Mal hier. Von daher sind viele Gesichter bekannt, teilweise auch schon länger bekannt. Ich muss gerade überlegen, wirklich neu? Man hat natürlich Generationswechsel drin, wie jetzt bei der Familie Schuster, dass da jetzt mit der Annemarie ein neues Gesicht auftaucht. Ansonsten? Ich glaube, es sind alle die vom letzten Jahr. Nur hätte ja sein können, dass für Sie persönlich ein Produkt, ein Unternehmen dabei ist, was Sie letztes Jahr gar nicht gesehen haben. Nö, man verschafft sich ja regelmäßig einen Überblick und versucht up-to-date zu bleiben. Ist ja dank Internet relativ leicht, zum Glück. Die Tastings, die hier stattfinden, ist das auch passiert was? Nehmen Sie da teil? Klar, macht ja auch Spaß. Welches wird das Interessanteste werden? Ich hoffe, das mit dem Käse. Wir haben gerade den Moderator dieser Geschichte mal interviewt, weil ich mir es gar nicht vorstellen kann. Alles Käse, oder? Aber ich bin mal gespannt, wie die Sensorik sich in diesem Bereich dann nachher auf die Zigarre auswirkt. Ihnen vielen Dank, schönen Tag noch und ciao.
Man macht das schon, so. Ja, nochmal eine junge Persönlichkeit, also richtig auffallend hier auch in diesen Hallen. Sie sind, wenn ich das so einschätze, auch wie Sie Blicke zu den Zigarren hier bewegt haben, ein schon erfahrener Aficionado. Ja, da haben Sie so recht. Ich rauche seit 2008 in etwa, habe eher kubanisch geprägt angefangen und nutze die Chance, hier mal ein bisschen über den kubanischen Tellerrand zu schauen, weil man hier halt eine schöne große Auswahl hat, die man eben so nicht alltäglich bekommen würde. Sind Sie auch der Ansicht, dass man Zigarren zwar im Internet angucken kann, aber doch eigentlich in Natura kaufen sollte? Ich denke, das ist die bessere Variante. Zumal man hier halt aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten ganz anders mit Zigarren umgehen kann. Man kann sich mehr mit den Leuten beschäftigen, die sie auch produzieren. Die können einem vielleicht auch Hilfestellung geben, wenn Formate besondere Anforderungen haben, die man beachten muss, wenn man was rauchen will. Ich denke, das ist schon die bessere Variante, das live vor Ort zu machen. Wie ist die Auskunft seitens der Aussteller hier? Sind Sie da zufrieden, was Sie Ihnen alle so rüberbringen? Also ich sag mal, das, was ich bisher quasi an Vorwissen mitgebracht hat, wurde in dem Sinne bestätigt. Und vieles ist halt für mich Neuland, weil ich halt viele von diesen Marken noch gar nicht kenne. Und das ist ja in meinen Augen auch der Sinn an der Messe, dass man sich hier mal ein bisschen mit anderen Marken beschäftigen kann, als das normalerweise der Fall wäre. Wenn Sie dann nach Hause kommen, wird erstmal sortiert? Ja, genau. Zwei Humidore, einen für Kuba, einen für Non-Kuba. Und da wird heute wohl ein bisschen viel sortiert werden müssen. Wobei ich erst morgen wieder fahre, wir haben Hotelzimmer. Also der Humidor wird sich freuen oder die Humidore werden sich freuen. Ja. Und Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie die ersten Zigarren von dieser Veranstaltung genießen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Dankeschön. Patricia Benden haben wir schon gefragt. Marc Benden müssen wir natürlich auch noch was fragen. Marc, Sie sind ja nun auch vielfältig auf anderen großen Veranstaltungen unterwegs. USA, in der Tabak und die eigene Veranstaltung ist ja auch keine kleine. Aber was nimmt man von solchen großen Veranstaltungen dann mit, um es dann anschließend dem Endverbraucher zu vermitteln? Ich glaube, das Hauptthema ist halt, dass normalerweise die Konsumenten gar nicht in die Situation versetzt werden, mit den ganzen Importeuren überhaupt reden zu können, also diesen direkten Kontakt herzustellen. Darum geht es hauptsächlich. Sicherlich ist die Intertabak größer, die IPCPA ist deutlich größer, die Veranstaltungen, die dort stattfinden. Aber wie gesagt, den direkten Kontakt hat man halt so nicht und darum geht es uns. Also wir möchten halt, dass ja, Aficionados, wo auch immer sie herkommen, sich hier bei uns treffen, einen schönen Tag verleben, die ein oder andere Zigarre probieren, die sie noch nicht kannten und das war's eigentlich. Also an der Stelle nochmal ganz offiziell und vielen Dank an die Industrie, die uns diesen Tag überhaupt ermöglicht. Das, was Sie sagen eben, wo die überall herkommen. Kommen die auch von weit her? Ja, schon. Also ich habe es jetzt nicht explizit vor Augen, dass ich jetzt Kilometer sagen könnte, aber wir bekommen dann doch diverse Anfragen, so ja, sind denn noch Plätze frei, ich muss meinen Flug noch buchen und so weiter. Also doch, da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Also das ist jetzt doch ein etwas größerer Radius, ja. Aber Düsseldorf bietet ja auch ein bisschen was, ja, ich weiß, Düsseldorf und so, aber man kann ja auch, wenn hier heute Abend dann gegen Mitternacht die Tore schließen, das Ganze noch etwas fortsetzen an der längsten Theke der Welt. Die längste Theke der Welt. Schön. Also was ich auch vorhin rausgehört habe in den Gesprächen mit den Besuchern hier, ja, Cigar World, tolle Website, gucke ich gerne, kaufe ich auch gerne. Aber wenn ich hierher kommen darf und kann die Zigarren mal anfühlen, kann mit den Leuten, so wie Sie eben auch gesagt haben, mit den Leuten mal sprechen, kann mich mal einfach ein bisschen schlauer machen als nur auf ein Stück Papier. Das ist, glaube ich, schon auch die große Aufgabenstellung dieser Veranstaltung. Ja, klar. Und dann, dafür sind wir natürlich auch da. Dafür sind die sieben Jungs hier oben im Vorortverkauf natürlich auch, ja, gut geschult bzw. gut genug Probe geraucht worden, in Anführungsstrichen. Klar, also das Sortiment, also unser Anspruch ist halt, alles da zu haben, was in Deutschland legal erhältlich ist. Ich glaube, das haben wir einigermaßen geschafft. Und klar, so ein Webshop ist natürlich auch anonym bzw. Am Ende dann doch nur Bits und Bytes. Man möchte die Kiste sehen, man möchte die Zigarre anfassen können, wie sieht das Deckblatt aus und dann halt die persönliche Beratung vor Ort haben. Ja. So, ich gehe davon aus, die Leute kriegen hier tolle persönliche Beratung und bestellen anschließend im Internet. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wir beraten auch gerne und also wie gesagt, uns ist auch ein Anliegen, dass die Branche insgesamt lebt, weiterlebt, dynamisch ist und dass das Zigarrenthema noch Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter genussvoll gelebt werden kann. Aber ich glaube, auf das Thema TPD2 und so weiter gehen wir jetzt heute besser mal nicht ein.
Also wir beide, beziehungsweise noch 3-4 andere, kämpfen dafür, dass es genauso weitergeht wie heute. Ja, dann lassen Sie uns mal Daumen drücken, dass das dem so ist, ja. Vielen Dank fürs Reinkommen. Life is Life könnte man die Veranstaltung hier bei Patricia und Mark Benton umschreiben. Die Aficionados, die heute hier in Düsseldorf sich die neuen Zigarrenprodukte angeschaut, angefasst und auch mitgenommen haben, sind hellauf begeistert, so wie wir aus den einzelnen Gesprächen gehört haben. Die Seminare, alle gut besucht, interessante Themen. Und ich denke mal, dass wir auch von den einen oder anderen interessante Informationen zu seiner persönlichen Einstellung dieser Veranstaltung gehört haben. Wir schauen beim nächsten Jahr garantiert wieder rein.